Moin, moin, liebe Leute. Ja, mal was ganz anderes. Ich meine, wir können nicht immer nur Minecraft spielen. Ja gut, ich glaube, einige würden auch damit zufrieden sein, wenn ich nur Minecraft spiele. Aber ich habe mir gedacht, ich habe dieses Spiel von einem Abonnenten quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und was liegt da näher als das zu Let's Playen? Ich habe den zweiten Teil hier auch rumfliegen. Und wenn das gut ankommt, wenn euch das gefällt, ja, dann hauen wir den gleich hinterher. Ich habe hier auch alle Add-ons. Das ist, glaube ich, nur eins. Das andere ist, glaube ich, Multiplayer irgendwas. Und ja, ich werde. Ja, das werdet ihr ja sehen. Ich werde vorher wahrscheinlich so eine Warnmeldung einblenden und ja. Der Name, also was da steht, ist Programm. Erwartet nichts Großartiges. Ich habe das mal kurz angetestet und wir spielen auf leicht. Weil ich absoluter Shooter-Noob bin und wir sonst, glaube ich, nicht mal durch die erste Mission kommen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt durch die erste Mission kommen. Ich ziel halt so ein bisschen wie ein Einarmiger mit Tennisarm. Aber ich hoffe, das wird sich im Laufe des Let's Plays dann verbessern. Hust. So, und wir schauen uns dann erstmal das Intro an. Der Name 4, First Encounter Assault Recon. Sierra Entertainment Presents. A Monolith Productions Game. Ich klang jetzt ein bisschen wie Muscle-Reich-Ranitzky. Ich nehme diesen Preis nicht an. Gut, wir sollten uns aufs Intro konzentrieren. Töte sie. Ich habe leider hier nur die Ami-Version. Ich hoffe, ihr seid des Englischen mächtig. Ich persönlich habe. Töte sie alle. Ich kann ja so ein bisschen übersetzen, wenn es geht. Fear. Ja, ich hoffe, ihr seid des Englischen mächtig, obwohl. Wenn nicht, also ich versuche immer so weit es geht zu übersetzen. Ihr müsst mir nur Bescheid sagen, inwieweit das nötig ist. Und ja. Sieht schwer danach aus, dass die erste Folge mehr so das Intro und so wird. Okay, scheint jetzt nicht sonderlich groß zensiert zu sein. Ist ja auch mal was. Steam Deutschland hat ja gerne mal gewaltgeminderte Versionen. Aber das sieht nicht so aus. ATC, haben die nicht auch mal Musik gemacht? La 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 la. Der war das ATC? Ich weiß es nicht. Damals, als man noch alles hörte, was in den Charts war. Wo man auf Fragen antwortete, was hörst du so für Musik? Charts antwortete. Solche Leute kann ich heute nicht mehr leiden. Yes. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we Inception, have to cooler move Film. Fast. Übrigens. All right. Let me make a few calls. Wie ich die ganze Stimmung kaputt mache mit meinem Gelaber, oder? This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story?
Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Armacam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. So. What's the first thing you remember? Where are you taking him? You will be a god among men. So, kann losgehen. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. So, jetzt habe ich es weggedrückt aus Versehen. Aber das kriegen wir noch gebacken. Und ich habe eine Knarre. Ich kann damit schlagen. Und es wird sehr, sehr schmerzhaft für euch, was ich so an Skills habe. Ich muss gerade mein Headset ein bisschen lauter machen. Hier, mach mal einen Ton. Ja, es sieht gerade bekloppt aus, aber ich muss die richtige Lautstärke finden. So. Mann, das ist ein schwerer Autoreifen. So, jetzt können wir mal endlich was anderes machen. Ja, die... Eine Ratte! Komm her! Oh mein Gott, schieße ich schlecht. Flashlight. Ich will diese Ratte. Komm her! Bewegende Ziele sind nicht so meins. Damn it! Ich glaube, ich brauche diese Munition noch, aber ich habe noch genug. Ihr wisst noch die Warnmeldung am Anfang? Oh, diese Tür geht aber einfach auf. Hey Bro, what took you so long? Try to find a way around. Oh, das war aber jetzt gerade mal ein Leck. Mein Rechner ist noch nicht gerüstet für Spiele, die vor vielen Jahren erschienen sind. Ich habe heute erst geputzt. Sieht man, oder? Da kamen wir her, ne? Whatever. Nee, hier kommen wir her. Okay, ich möchte aber erstmal hier gucken. Gibt's hier was? Ja, hier gibt's was. Was? Nimm dich gleich mal mehr Leben. Was mir sicher ganz recht kommen, hier links kommen wird. Okay, du bist zu. So weit war ich auch schon. Wo? Was? Gut.
did you bring me here? Why'd you bring me back? Hey. Oh, Babygeschrei, wie eklig pervers ist das denn bitte? Zumindest, oh, zumindest habe ich noch Munition, um eine Tür aufzumachen. Hold on a sec. Come on. You ready? Go! Yeah, more fucking Chuck Norris style. Was? You were born here, in this place. Das Ganze ist übrigens nicht blind, allerdings... Ja, ich war auch da. Das Ganze ist zwar nicht blind, allerdings ist es auch schon ewig her, seitdem ich Videos dazu gesehen habe. Und du, Kollege, siehst nicht mehr ganz so gesund aus. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. Oh, das wollte ich gar nicht. It's gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. Warum soll ich mich umgucken? Oh, cool. Get going. Yeah, geil. Ja, ja, ich guck mich ja schon um. You gonna check the place out or what? Ja, hab ich doch. Ach so, ich soll hier gucken. Halleluja. Hätte man bestimmt auch abschießen können, wenn man schnell zielen könnte. Also. Ich nicht. So, gibt's hier denn was? Das ist eine Tür. Das erkenne ich noch. What? Ach ja, da war ja was. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Ich hab da noch so ein feuchtes Tuch in der Jackentasche. Willst du dir damit mal nicht den Mund abputzen? What's going on? Gab's denn hier noch was? Gut, dann rejoinen wir mal unser Team. Warum hat uns Vettel nicht direkt umgebracht? Ich meine, er hat uns kaputt geschlagen, also bewusstlos. Hey, back already? Ja, see ja. Anything? You guys about done up there? Our day's just getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while. Okay.